Hallo, mein Name ist Marius Ebert. Ich bin Experte für leichtes und schnelles Lernen und ich habe viele kreative Möglichkeiten entwickelt, um die Betriebswirtschaftslehre leichter und schneller zu lernen als üblicherweise. Eines dieser vielen, vielen Möglichkeiten ist, bestimmte Sachverhalte in Reimen zu formulieren. Und das machen wir jetzt mal beispielhaft für die beiden Begriffe Aufwand und Kosten. Aufwand und Kosten. Zwei Begriffe kommen dahergeschlichen. Bisher bist du ihnen ausgewichen. Weil es dir nicht ganz geheuer war und weil sie klingen, als seien sie ein Paar. Doch nun musst du Vorsicht dein Motto nennen. Du musst die Begriffe sorgfältig trennen. Sie sind nur scheinbar ähnlich und gleich. Ein jeder stammt aus einem anderen Bereich. Zunächst der Aufwand, dieser muss gerechnet werden zum Jahresabschluss. Hier sind wir begrifflich sehr genau, präzise. Er gehört zur G und V. Die Kosten sind ein anderer Bereich. Man nennt ihn BIBO oder gleich die Kostenrechnung. Nun ist klar, warum die Trennung so wichtig war. Kosten ist betrieblicher Werteverzehr. Aufwand ist weitergehender. Die FIBO erfasst, seht alle her, durch Aufwand jeden Werteverzehr. Und daran sieht man ziemlich leicht, dass die Begriffe teilweise gleich und teilweise unterschiedlich sind. Das heißt, Schnittmenge, das weiß jedes Kind. Es gibt Aufwand, der ist kostengleich. Aufwand im betrieblichen Bereich. Der neutrale Aufwand, der hat nun mit dem Betriebszweck nichts zu tun. Es gibt Kosten, die sind aufwandsgleich. Kosten gehören zum betrieblichen Bereich. Doch wenn man sie kalkulatorisch nennt, dann sind sie vom Aufwand streng getrennt. Grundkosten sind gleich Zweckaufwand. Das hast du nun derweil erkannt. Daneben Aufwand, der nur neutral und damit den Kosten völlig egal. Genauso egal, wenn es um Aufwand geht, ist, was rechts von unserer Schnittmenge steht. Die kalkulatorischen Kostenarten, die dort als Kavamuts auf uns warten. Kavamuts ist wieder eine Abkürzung für die kalkulatorischen Kostenarten, ein Akronym, das sich aus den Anfangsbuchstaben zusammensetzt. Wenn Sie mehr interessiert, wenn Sie leichter und schneller lernen wollen, dann gehen Sie mal zu spaßlerndenk.de und wenn Sie da schon sind, dann tragen Sie sich einfach unten ein für den Abschluss, den Sie leicht und schnell erreichen wollen. Alles Gute, mein Name ist Marius.